gibt natürlich Unterschiede, materielle und formale Unterschiede, aber die scheinen mir von untergeordneter Bedeutung zu sein. Zu den materiellen Unterschieden sieht man beispielsweise, dass das ÖREG Themen behandelt, die in der Schweiz Gegenstand von eigenständigen Sachpolitiken bilden und nicht im Raumkonzept drin sind. Beispielsweise was die Forschung, Technologie und Innovation, regionale Innovationspolitik, Integrationspolitik, Daseinsvorsorge. Der Unterschied liegt nicht im Inhalt dieser Politiken, die wahrscheinlich ziemlich ähnlich ist, sondern darin, dass diese Politiken nicht im Raumentwicklungskonzept in der Schweiz behandelt sind, weil sie bereits in den letzten Jahren Gegenstand eigener Berichte oder Gesetze des Bundes waren. Dann zum Inhalt. Das ÖREG hat ja vier Säulen. Wettbewerbsfähigkeit, gesellschaftliche Vielfalt, Solidarität, Klimawandel, Anpassung und Ressourceneffizienz und kooperative Handlungsstrukturen. Da gibt es ganz interessante Parallelen. In Deutschland gibt es drei sogenannte Leitbilder, die diesen ersten drei Säulen weitgehend entsprechen. Ich werde die jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, aber dahinter steckt natürlich eine bestimmte Philosophie, nämlich die Philosophie der nachhaltigen Entwicklung. Nachhaltige Raumentwicklung ist die Leitvorstellung, die auch im deutschen Raumordnungsgesetz verbindlich vorgeschrieben ist. Und wer sich ein bisschen mit der Nachhaltigkeitsdebatte auskennt, weiß, dass man üblicherweise da drei Säulen oder Ecken eines Dreiecks konzipiert. Die ökonomische Nachhaltigkeit, die soziale Nachhaltigkeit und die ökologische Nachhaltigkeit. Und es ist schon ziemlich deutlich, dass diese drei Ecken des Nachhaltigkeitskonzepts auch in diesem Policy Paper des ÖREG wieder aufscheinen, in Form der ersten drei Säulen. Damit endet aber auch die Parallele, denn wie diese Säulen umgesetzt werden und konkretisiert werden, unterscheidet sich in den beiden Konzepten. In Deutschland fehlt die vierte Säule, die in dem ÖREG ja eher auf Handlungsstrukturen ausgerichtet ist, also eher auf die Umsetzung. Und das ist vielleicht auch etwas paradigmatisch, dass das deutsche Konzept stärker auf die vertikale Koordination zielte, nämlich als Politikrahmen für die Umsetzung in den Ländern gedacht war. Das ist in Österreich sehr viel breiter angelegt durch die Idee der Partnerschaften. Das finde ich hochinteressant und hoch innovativ, auch im Vergleich zu vielen anderen strategischen Konzepten, die ja nicht nur in Mitteleuropa entwickelt werden. Also hier sehe ich eigentlich die wesentliche Innovation. Also es gibt keine Schablone und kein Modell eines optimalen Raumordnungssystems im föderalen Sinne oder in einem föderalen Staat. Es kommt darauf an, was man daraus ausmacht, und das habe ich sehr dazugelernt.